Die schwierige Regierungsbildung in Berlin beunruhigt auch die EU-Partner. Beim Ostgipfel in Brüssel werden sich daher viele Augen auf die Kanzlerin richten. Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft auf besorgte EU-Partner. Quelle: Michael Kappler, deutsche Presseagentur. Bundeskanzlerin Angela Merkel reist heute zu ihrem ersten Auslandstermin seit dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen. Bei einem EU-Gipfel in Brüssel stehen Gespräche mit Staats- und Regierungschefs von östlichen Partnerländern auf dem Programm. Mit Spannung wird aber vor allem erwartet, ob Merkel sich dazu äußert, wie es mit der Regierungsbildung in Berlin weitergehen könnte. Auf EU-Ebene hatten sich zuletzt mehrere Spitzenpolitiker besorgt über die politische Ungewissheit geäußert.